Rocker Nutrition. Willkommen bei Rocker Nutrition. Mein Name ist Brosep und ich bin hier mit Ron. Und zwar zeigen wir euch, wie das richtige Bankdrücken so auszusehen hat. Und hier haben wir einen absoluten Bankdrück-Experten, den Ronald, mit am Start. Ron, zeig mal, was du drauf hast. Okay. Bankdrücken ist ja die wichtigste Übung, ne? Brust und Bizeps sieht man im Club am häufigsten, also ist es auch am wichtigsten. Sehr schön. Ui, 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 ui. Digga, was machst du da? Okay. Ron, ja, Ron, war schon sehr gut. Ein Applaus für den Ron. Ron, da kann man aber noch das eine oder andere verbessern. Ne? Also, auch wenn du nur einen Tipp davon beherzigst am Ende, würde ich sagen, bist du schon ein echter Bankdrück-Champ. Also, mir sind da so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Das fängt schon an mit dem richtigen Stand. Auch wenn man beim Bankdrücken liegt, ist der Stand sehr wichtig, denn dadurch ist man ein bisschen stabiler und dadurch kann man mehr Gewicht bewegen, verletzt sich weniger und deswegen sollte das auch auf jeden Fall beherzigt werden. Also lasst eure Beinchen, wenn ihr keine starken Rückenprobleme habt oder sonstiges, unbedingt auf den Boden und drückt mit den Füßen in den Boden. Also spannt den Oberschenkel ruhig an und spannt den Hintern an. Also kneift den Gluteus Maximus, wie der im Fachjargon so heißt, einfach zusammen, um mehr Stabilität zu bekommen, um nicht während der Übung nach links zu kippen oder nach rechts zu kippen. Und damit ist man auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite und kann auch mehr Gewichte bewegen, also vielleicht das andere Geschlecht irgendwie beeindrucken oder wozu man auch immer mehr Gewicht bewegen sollte. Klar, Muskelaufbau ist dadurch natürlich auch ein bisschen besser gefördert. Das zweite ist, ich zeige es mal von der Seite, schiebt eure Schulterblätter zusammen. Denn dadurch verhindert ihr eine sehr, sehr starke Beteiligung der vorderen Schulter und habt auch eine viel bessere Position des Schultergelenkes und könnt so auch wieder verletzungsfreier den Brustmuskel trainieren und nicht nur die vordere Schulter. Im Idealfall wird dann auch noch die Schulter nach unten gezogen, um den Lat optimal zu aktivieren. Also setz dich mal hin und schieb die Schultern mal einfach runter. Dann wirst du schon merken, hey, der Latissimus, also der große Rückenmuskel, wird dadurch eben kontrahiert aktiviert und hilft bei der Übung bzw. hält die Schulter in der passenden Position fest. Und jetzt haben wir nicht mal gedrückt, jetzt fängt das gute Drücken an. Und zwar ist mir auch aufgefallen, dass der liebe Ron sehr, sehr, sehr weit gegriffen hat. Ja? Die optimale Griffbreite kann man eigentlich ziemlich gut herausfinden, indem man sich mal von vorne filmen lässt. Und dann sollten die Arme senkrecht zum Boden sein. Sollten die Arme nach rechts oder nach links, also nach innen oder außen, einkippen oder nach außen kippen eben, dann drückst du vermutlich oder greifst du vermutlich ein bisschen zu breit. Die richtige Ablagefläche kann man genauso herausfinden, indem man von der Seite filmt. Ja? Die richtige Ablagefläche sollte genau so vonstatten gehen, dass der Unterarm auch senkrecht zum Boden ist und der Hand und das Handgelenk eine Linie zum Unterarm bildet. Wir wollen auch nicht so drücken, weil das schon ziemlich stark wieder auf die Schulter geht. Also man kann, wenn man den Ellbogen so ein bisschen weiter runter nimmt, ja, die Schulter auch ein bisschen besser schonen. Zwar ist so der Hebel auf die Brust größer, aber es ist es eigentlich nicht wert. Diese etwas höhere Brustmuskelaktivierung hat man dann einfach auch schlussendlich dadurch, indem man mehr Sätze macht. Also mach einfach einen Satz mehr, aber kein T-Bankdrücken. Deine Schulter wird es dir danken. Und dann muss man eigentlich nichts mehr machen, als auf der Brust eben die Hantel abzulegen und dann zu drücken. Ich mache es einmal vor. Es fängt dann so an, dass ich ungefähr so breit greife, die Schultern zusammendrücke, dann raushebe. Hier fängt schon an, das Rausheben ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Also lieber ein bisschen zu tief rausheben als zu hoch. Während die Hantel runtergeht, geht die Brust auch hoch. Also die Schultern sind schön hinten und dann wird rausgedrückt. Die Atmung. Und nochmal kurz so eine Sache, der Ron hat gar nicht geatmet, kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde euch empfehlen, hier tief einzuatmen, die Luft einzuatmen, habe ich eben schon gesagt, ich meine die Luft festzuhalten im Bauchraum, dann auf die Brust runterzugehen und dann, sobald ihr das Gewicht geschafft habt, also ab hier, auszuatmen. Und dann wieder einatmen, Schultern nach hinten, runter, rausdrücken und ab hier halt, wenn das Gewicht easy ist, ausatmen. Und so sollte das im Idealfall aussehen. Wie gesagt, die Ablage war jetzt ein bisschen zu hoch, ne? Weil die verliert dann die Spannung in den Schultern. Und der Ron,
der zeigt es mal vor, wie es war. Also macht genau alles wie gleich, nur ein bisschen besser. Okay. Dann haben wir es schon. Wie gesagt, in dem vorherigen Video, der Ron ist halt ein Bewegungs-Naturtalent und lernt wirklich, ja, komplizierteste Bewegungsmuster in wenigen Sekunden. Deswegen hat er auch diesen unglaublich komplizierten Tanz, den ich bis heute noch nicht perfektioniert habe, Freunde. Allergrößten Respekt dafür. Okay, also, bin bereit. Sehr schön. Sehr gut, Ron. Und nicht zu stark auf der Brust bouncen, auch so eine Sache, ne? Ihr federt dann ab, ohne eure Muskulatur zu trainieren. Sehr gut. Und push. Perfekt. Machen wir noch einen. Sehr gut. Den Kopf muss man nicht hochheben, kann man auch nicht hochheben. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn man alles richtig machen will, sollte der Kopf auch wirklich gegen die Bank drücken, um noch mehr praktisch die Hantel von sich wegzudrücken, anstatt die Hantel zu drücken. Das ist auch wieder so ein Cue, also so ein Tipp, den man beherzigen kann. Aber ich bin richtig stolz auf dich, Digga. Richtig nice. Dankeschön. So geht Bankdrücken. Ich habe mehr gelernt als in meiner Schulzeit. Das ehrt mich natürlich riesig. Spricht aber nicht für deine Lehrer. Nee, Spaß. Leute, das war's mit dem Tutorial. Ich würde sagen, Brozep. Ron. Rocker Nutrition. Ein Level weiter. Rocker Nutrition.